Darf man als Friseur arbeiten, wenn man Bärte säubert, aber nicht komplett wegrasiert? Nein. Das, was wir heute unter einem Friseurladen verstehen, ich beschreibe es mal kurz. Ein Raum mit 50 Boxen und Um Kulthum Musik und Sujuk Tarkan und was alles gespielt wird. Und dazu kommen Frauen, Männer und der Mann ist Friseur und die Frau ist Friseurin. Und das passiert in dem normalen Friseurladen, was ich gerade sage. Dazu ein Plasmafernseher, wo Halbnackte wie Schlangen herumtanzen. Dieses ist alles verboten. Und wir haben hier noch nicht über die Tätigkeit geredet. Jetzt kommt die Tätigkeit. Die Tätigkeit. Welche Frisuren werden geschnitten? Boxer, Haarschnitt. CI oder wie heißen die? GI. GIA? CIA. Koffer. Kennt ihr diesen Haarschnitt? Ist wie ein Topf, als ob jemand dir einen Eiertopf hier auf dem Kopf legt und alles wegrasiert, was um den Eiertopf herum liegt. Kennst du diesen Haarschnitt? Das ist Haram. Und das ist ein übler Haarschnitt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie berichtet wurde, naha anil qasa. Er hat verboten, einen Teil von den Haaren wegzurasieren und einen anderen Teil zu lassen. Bedeutet, ihr kennt alle diesen Boxerhaarschnitt? Kennt ihr das oder kennt das jemand nicht? Das bedeutet, er hat hier Haare, hier so, drumherum, und alles andere ist glatt rasiert. Das ist nicht erlaubt. Weder so, noch dass einer in der Mitte so eine Insel hat und außen alles wegrasiert, noch dass einer vorne Haare hat und hinten alles wegrasiert. Eins ist schlimmer als das andere. Dieses ist verboten, liebe Geschwister. Wir sind Menschen, Alhamdulillah. Daher sollten wir auch aussehen wie Menschen. Was du machen darfst, deine Haare kürzen, kein Problem. Glatze machen, kein Problem. Dass du deine Haare leicht unterscheidest zwischen den Seiten und dem oberen, auch kein Problem. Was heißt leicht? Leicht heißt nicht, dass, was wir gesagt haben, dass ein klarer, deutlicher Unterschied ist zwischen den beiden Stellen. Das machen sie. Dann rasieren sie die Bärte. So nach dem Motto, ich muss mal probieren, ob der Rasierer auch wirklich neu ist. Und rasiert seinen gesamten Bart. Sie zupfen Augenbrauen. Nicht nur für Frauen. Auch für süße Männer. Abu al-Bara, hast du die Überlieferung nicht gelesen? Bei Al-Bukhari, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, verflucht bei Allah sind die Frauen, die ihre Augenbrauen zupfen und diejenigen, die ihnen die Augenbrauen zupfen. Das gilt doch für Frauen. Ja, weil man eigentlich denkt, dass nur Frauen so etwas machen. Aber heutzutage haben wir Männer, der zupft seine Augenbrauen, dann sagt er zu seiner Frau, gib mir mal die Tube Make-up, bemalt seine Pickel wie ein Indianer. Und hat so eine Frauenhandtasche. Kennt ihr das? Ich habe das gesehen in dieser heutigen Zeit. Männer tragen Frauenhandtaschen. Sieht aus wie eine Frauenhandtasche. Ja. Wir können auch zu dir nicht mehr Saleh sagen, sondern Saliha. Was hältst du davon? Und die laufen auch so komisch in letzter Zeit, die Männer. Habt ihr das mal gesehen? Deswegen, liebe Geschwister, ein Mann bleibt bei uns ein Mann. Und diese Taten, die ein Friseur oder eine Friseurin machen, haben mit dem Fluch Allahs zu tun. Wird sein Geld gesegnet sein? Antwort: Sein Geld ist Haram. Haram? Möge Allah uns bewahren.